Es ist aus meiner Sicht nicht so fürchterlich erstaunlich, dass die US-Aktienmärkte gestern nochmal richtig nach unten gekommen sind, dass die Rallye nicht gehalten hat, nachdem die Bank of Japan gesagt hat, Kinder, also wenn ihr nicht mögt, dann werden wir die Zinsen nicht anheben. Das war natürlich ein ziemliches Desaster, ein aus meiner Sicht schwerwiegender Fehler, denn du sagst damit, du kannst gar keine eigenständige Geldpolitik betreiben, sondern richtest dich nach den Märkten. Wenn die Märkte ein bisschen jammern, dann bist du gar nicht mehr in der Lage, selbstständig zu agieren. Und das alles hat Folgewirkungen, die wir uns jetzt mal anschauen, vor allem auf die US-Notenbank Fed. Denn wovon lebte denn eigentlich der Carry Trade? Von der Zinsdifferenz. Also unverzinste Yen werden geliehen. Man leiht sich also bei einer japanischen Bank Yen und legt das zum Beispiel in US-Staatsanleihen an oder kauft eine Nvidia-Aktie. Vor allem eben diese Zinsdifferenz zu US-Staatsanleihen war sehr attraktiv. Dadurch entstand eine große Nachfrage nach US-Staatsanleihen. Das wiederum hat die Renditen einigermaßen im Griff gehalten. Das wiederum hat dazu geführt, dass dieser Zinsanstieg durch die Fed eigentlich kaum spürbar war für viele institutionelle Player, weil man ja zu Nullzinsen dennoch Geld leihen konnte und sogar davon profitierte, dass in den USA die Zinsen über 5% gestiegen sind. Jetzt aber entsteht das Problem, was passiert denn, wenn die Fed die Zinsen senkt, was sie ja offenkundig wohl tun wird im September, dann wird diese Zinsdifferenz noch kleiner und der Carry Trade lebt von der Zinsdifferenz. Mit anderen Worten, wenn die Fed die Zinsen senkt, dann hat das denselben Effekt, als würde die Bank of Japan die Zinsen anheben und das wird den Carry Trade weiter unter Druck halten. Deswegen dürften die Turbulenzen noch nicht vorbei sein. Schauen wir uns die Dinge mal an. Hier hat ein Kommentator auf YouTube sehr klug aus meiner Sicht gesagt, also schaut euch doch mal bitte die Auswirkungen der Carry Trades auf die US-Zinsen an. Wenn man bedenkt, dass die Carry Trades eben die Nachfrage nach US-Staatsanleihen deutlich gesteigert haben, klar, leist dir für null, legst du bei 5% an, das schafft natürlich Nachfrage, weil das ist ein sicherer Trade. Dann könnte es eben bedeuten, dass wenn der Carry Trade jetzt zusammenbricht, dann eben auch die Nachfrage nach US-Staatsanleihen schwächer wird, was wiederum die Renditen nach oben treiben würde. Und das ist ein Spiel, das noch gar nicht so wirklich bei den Märkten angekommen ist. Wir schauen uns mal hier dieses Beispiel an. Ein Trader leiht sich Geld in Yen, weil er dort praktisch keine Zinsen zahlt, legt das Ganze in Dollar an und bekommt da über 5% der Zinsen. Solange die Wechselkurse stabil bleiben, wie meist üblich, sich in schmalen Korridoren bewegen, ist das alles kein Problem. Aber wenn der Yen wie im Oktobercrash 2008 innerhalb weniger Tage stark aufwertet, dann machen die Trader Verluste, da der Kredit in Yen zurückgezahlt werden muss, da auch dann die leihende Bank oder das leihende Institut, das also diese Yen geliehen hat, unruhig wird und sagt, Mensch, wir wollen jetzt höhere Sicherheitshinterlegungen haben von dir, weil dein Risiko ja größer geworden ist. Und so entsteht eben diese Spirale, die dann dazu führt, dass dieser Carry Trade massiv und schnell abgewickelt wird oder viele, viele Player unter Druck kommen. Das Carry Trade Risiko oder Carry Trading bringt jedoch ein erhebliches Risiko, insbesondere aufgrund der Unsicherheit der Wechselkurse, aufgrund der hohen Hebelwirkung. Und das ist das Entscheidende. Da sind hohe Hebel und wenn bestimmte Bewegungen etwa beim Underlying, dem Dollar-Yen-Wechselkurs passieren, dann fliegen diese Hebel eben in die Luft, wenn es blöd läuft. Jahrelang hat das wunderbar funktioniert, bis es nicht mehr funktioniert. Und wir sehen, dass allein diese winzige Zinsanhebung durch die Bank of Japan der Auslöser, nicht der Grund, nicht der Anlass, aber der Auslöser war, dass diese ganze Geschichte hier so sich entwickelt hat. Und jetzt sagt richtigerweise hier ein amerikanischer Twitter-Account, ja, jetzt stellt euch mal vor, also die Leute leihen japanische oder die leihen sich japanische Yen, kaufen Nvidia oder die Magnificent Seven, all das in billigen Yen finanziert. Und was passiert ist, ist ja auch, dass zunächst mal die Magnificent Seven Aktien unter Druck kamen und dann erst der Carry Trade explodierte. Das ist eine sehr wichtige Beobachtung aus meiner Sicht. Aber der entscheidende Punkt ist, wenn jetzt die Fed eben die Zinsen senkt, dann wird diese Zinsdifferenz geringer, die Carry Trades geraten weiter unter Druck. Wenn sie nicht senkt,
dann würde das oder zu wenig senkt, dann würde das wahrscheinlich die Wirtschaft weiter unter Druck bringen, würde auch zu einem Abverkauf der Aktienmärkte führen, die ja schon lange fordern, Mensch, ihr müsst die Zinsen senken, die viele, viele Zinssenkungen eingepreist haben und sich gesagt haben, ah, das ist doch hier auf dem Weg zu 2-3% Zinsen wieder, die müssen doch runtergehen. Wie viele Rallyes haben wir gesehen in der Hoffnung auf Zinssenkungen? Und wenn die Fed jetzt gezwungen wäre, die Zinsen weniger zu senken, weil sonst der Carry Trade komplett in die Luft fliegt, dann wäre das sozusagen ein Treppenwitz der Geschichte. In beiden Fällen könnten die Aktienmärkte im Mindesten volatil bleiben, weswegen Kobayashi Letter eben auch über die Fed sagt, naja, die sind in einer Lose-Lose-Situation. Wenn sie jetzt aggressiv die Zinsen senkt, dann könnten die Aktienmärkte aufgrund dieser Enthebelung mit dem Carry Trade noch weiter fallen. Das würde eben den Dollar-Yen, den Yen-Carry-Trade weiter unter Druck bringen. Wenn sie es nicht tut, dann dürften die Rezessionssorgen weiter steigen und so weiter und so fort. Also das ist jetzt eine ziemlich interessante Situation. Und jetzt JP Morgan plötzlich mit dem Artikel oder mit der Analyse, ah, übrigens 75% des globalen Carry-Trades seien jetzt abgewickelt. Gestern hat der Mann gesagt, 50%, jetzt 75%, morgen sind es 100%. Das halte ich für ausgewiesenen Bullshit, denn solche Dinge haben sich jahrelang aufgebaut. Und ich glaube nicht, dass das an einem Tag vorbei ist, mehr oder weniger. Da will man versuchen, vielleicht ein bisschen die Märkte zu beruhigen, so mein Verdacht. Und das gelingt aber nicht so richtig. Wir sehen ja diese Rallyes. Wir haben letzten Donnerstag scharfe Rallye gesehen, dann übler Abverkauf. Gestern scharfe Rallye, dann doch ziemlich heftiger Abverkauf. Das sehen wir an der Wall Street immer wieder. Und in Sachen Zinsen, da hat jetzt Bill Dudley, der ehemalige Chef der New York Fed, gesagt, also die US-Notenbank, die sollte doch jetzt 150 bis 200 Basispunkte die Zinsen senken. Dudley, der die Fed lange kritisiert hat, der gesagt hat, nicht Zinsen senken, der jetzt dann vor kurzem gesagt hat, ich habe meine Meinung geändert. Und ja, es gibt natürlich ordentliche Gründe dafür, jetzt wirklich langsam die Zinsen zu senken. Die gab es lange Zeit nicht, weil die Wirtschaft einfach zu stark war. Jetzt sehen wir aber gestern zum Beispiel Kreditdaten aus den USA, Revolving Credit, das ist also Kreditkarten zum Beispiel. Und da haben wir einen Rückgang gehabt zum Vormonat. Das ist der erste Rückgang seit März 2021, also wenn man so will, seit Corona. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt, wir sehen den City Economic Surprise Index weiter sehr schwach mit minus 37,6. Wir sehen auf der anderen Seite, dass die Credit Spreads nach oben gehen, also die, wie soll man sagen, Risikoaufschläge für Unternehmensanleihen und für Junk Bonds, also für Unternehmensanleihen mit schlechter Bonität, die sind zuletzt deutlich gestiegen. Und Michael Guyett sagt, das ist der entscheidende Punkt und da bin ich ganz nah bei ihm. Achten Sie auf diese Credit Spreads, neben dem Dollar-Yen jetzt das entscheidende Kriterium, wie wirklich der Puls ist der Finanzmärkte. Hier haben wir ja jahrelang rekordniedrige Spreads gesehen. Man hat praktisch kein Risiko eingepreist. Ja, was soll denn schief gehen? Aber was ist, wenn die Wirtschaft in eine Rezession fällt? Was wird passieren, wenn eben die Finanzmärkte weiter unter Stress bleiben? Und unter Stress sind eben auch die US-Konsumenten. Hier sehen wir mal fast 12%. Gut 11% der amerikanischen Kreditkarten, die haben einen Zahlungsverzug inzwischen von mehr als 90 Tagen. Das ist eine Menge Holz, aber kein Wunder. Wenn der durchschnittliche Überziehungszins bei knapp 23% liegt, dann hast du einen Zinseszinseffekt, der dich killt schlichtweg. Das haben die Amerikaner offenkundig in der Schule nicht gelernt und sehen jetzt, dass die ganze Geschichte ein bisschen schwieriger wird. Deswegen geht dieser Revolving Credit zurück und das ist natürlich auch ein Anlass, vielleicht mal über die Zinsfrage nachzudenken, zumal uns die Rohstoffe auch klare Signale geben. Wir sehen, das geht jetzt deutlich nach unten in letzter Zeit. Wir sehen auch, dass Consumer Discretionary, also dieser Sektor innerhalb des S&P, Tesla und Konsorten, also Dinge, die man nicht kaufen muss, aber kaufen kann, wenn man das Geld hat, wie eben Autos, wie ein Fernseher, keine Ahnung, eben Anschaffungen, die man tätigt, wenn man es sich leisten kann und bleiben lässt, wenn man es sich nicht leisten kann, anders als Dinge des täglichen Bedarfs, die muss man ja letztendlich tätigen. Jedenfalls sehen wir, dass hier doch eindeutige Warnsignale sind an vielen Fronten und so sehen wir dieses Bearish Engulfing Candle gestern, der S&P 500, der mal eben
eben viele Punkte verloren hatte vom Hoch, das wir intraday gesehen haben. JP Morgan immerhin sagt jetzt also, wir sehen eine Chance von 35% bis Jahresende, dass eine Rezession kommt. Das hat man deutlich angehoben jetzt. Vorher hat man noch Kolanovic ja gefeuert auf dem Hochpunkt der Aktienmärkte, weil der genau davor auch gewarnt hat. Wenn also Kolanovic wieder eingestellt wird von JP Morgan, dann können Sie bedingungslos long gehen, meine Damen und Herren, dann wissen Sie, das ist das Kaufsignal schlechthin. Aber ich hatte gestern versucht zu zeigen, dass in den meisten Schockabverkäufen, externe Schocks wie jetzt Auflösung des Carry Trades, dass wir dann das Tief nochmal sehen oder in den Bereich des vorher erreichten Tiefs kommen. In den Jahren 87, in den Jahren 2011, in den Jahren 2015 und 2018 und auch 2020, meine Damen und Herren. Das ist kein bärisches Statement, sondern ein Blick in die Börsengeschichte. Und wir haben jetzt ja diese Retail-Investoren, die jetzt in den Nassen sind, die also seit Jahresbeginn verloren haben. Die haben keine Gewinne mehr. Das in einer Situation, wo die Kreditkarte bereits komplett ausgelastet ist, wo man Buy Now, Pay Later schon bedient. Also kauf jetzt und zahl später. Und die Bank of America hier mit einer Analyse und sagt also, das ist eine Erinnerung daran, dass Assetpreise nicht immer nach oben gehen und die Wohlstandseffekte in beide Richtungen wirken können. Also nicht nur wir werden alle reicher, weil die Aktienmärkte steigen, sondern da wird man auch ärmer, wenn die Aktienmärkte fallen. Wir dürfen nicht vergessen, die Amerikaner haben über dieses 401k Sparrentenprogramm, das in Aktien spart, viel, viel mehr Exposure, viel, viel mehr Invest in Aktien als etwa die Deutschen oder die Europäer insgesamt. Wir haben noch nicht wirklich Panik an den Märkten. Financial Conditions sehen wir das noch nicht. Wir sehen, dass eben diese ganzen Stressindikatoren zwar angeschlagen sind, aber noch lange nicht so, dass hier wirklich unbedingt jetzt der Boden erreicht sein müsste, dass die Stimmung so bärisch wäre, dass man sagt, ja gut, das ist jetzt ein guter Kontraindikator. Wir haben jetzt mal gestern dann diesen Abverkauf gehabt, nachdem eine sehr, sehr schwache Auktion von 10-jährigen US-Staatsanleihen hier passiert ist. 42 Milliarden Dollar wurden da verauktioniert, miserabel gelaufen. Daher dann angeblich dieser Abverkauf, glaube ich nicht, aber war so ein bisschen vielleicht ein Auslöser, nicht der Anlass für das, was passiert ist. Und insgesamt sehen wir das ja dann im Umfeld dieses Abverkaufs am Montag, nachdem der Nikkei da am Sonntagnacht oder in der Nacht von Sonntag auf Montag gecrashed war, dass die Put-Positionen extrem hoch waren. Dann haben wir jetzt diese Rallye gehabt, diese Puts sind wieder rasiert worden, respektive aufgelöst worden, also die Absicherungspositionen, sodass viele jetzt eben ohne Hedge dastehen in der Situation. Wichtige Beobachtungen aus meiner Sicht und auch eine wichtige Beobachtung, dass diese ganze Geschichte ja schon mit dem Abverkauf bei Nvidia und Co. vorher begonnen hat. Nvidia, erinnern wir uns, -7%, am nächsten Tag plus 12, irgendwas Prozent, dann wieder -7%. Das sind Dinge, die Sie normal in Crashes sehen. Absolut krasse Rallyes, aber eben auch absolut heftige Abverkäufe. Und die Abverkäufe übertreffen eben diese heftigen Rallyes, die zwischendurch passieren. Erst also die KI-Blase, die immer mehr Kratzer bekommen hat, dann die Auflösung des Carry Trades. Das dürfte miteinander zusammenhängen und jenseits der Zinsanhebung eben durch die Bank of Japan eine große Rolle gespielt haben. Wir sehen, dass jetzt auch zum Beispiel die Bid-Ask-Spreads, also die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufskurs, immer größer wird bei US-Aktien im S&P 500. Auch das ein Zeichen von großer Nervosität. Und hier gestern Super Microcomputer. Neben Nvidia das Posterchild für die KI-Euphorie, -20%, nachdem die Aktie zunächst 16% nach Vorlage der Zahlen gestiegen ist. Aber die Marge ist ein Riesenproblem. Eine fallende Marge ist ein böses Omen, deswegen ging es nach unten. Und wir dürfen nicht vergessen, wie Lawrence McDonald hier sagt, also die Analysten haben die Kursziele angehoben, hurra, je weiter der Kurs gestiegen ist, umso mehr Euphorie wurde geschürt. Und genau dasselbe ist bei Nvidia passiert. Da passiert denn, als die Aktie schon längst unter Druck war, immer weitere Kurszielanhebungen. Nvidia. Mal sehen, wie es hier weitergeht, aber das ist schon typisch. Da haben alle mitgemacht bei diesem Hype, der
dann immer krasser wurde. Jetzt dagegen sehen wir, dass die Megacap-Stocks nur noch 1% von ihrem 200-Tages-Durchschnitt entfernt sind. Das erste Mal seit März 2023 und auch der Tech-Sektor im S&P 500 jetzt einen ziemlich heftigen Drawdown hinter sich hat. Also es ist eine Enthebelung und solange nicht alle enthebelt sind, sondern nachkaufen, wie meine zweitbeste Freundin Cathy Wood, die sagt, also wir kaufen mal Amazon, AMD, Roku, gell, und bestimmt dann Tesla hat es auch noch gekauft. Wie auch immer, ARK Innovation ist schwer unter Druck, aber auch das könnte bedeuten, dass der Boden noch nicht erreicht ist, wenn eine gute Cathy, die ja praktisch, wie soll man sagen, die Prophetin der Blase schlechthin ist, wenn die hier zum Einstieg bläst. Und vielleicht, meine Damen und Herren, ist mit diesem massiven WIX-Anstieg auch etwas anders passiert. Da ist ein großer Player über den Jordan gegangen und wir wissen es noch nicht, denn hier sagt zum Beispiel John, dieser WIX-Spike vom Montag auf 66, der dürfte eigentlich, ja, das ist nicht ein normaler Anstieg, denn hier sehen wir normalerweise nicht, dass viele Leute vorbörslich handeln. Das Ganze ist ja passiert vor 15:30 am Montag in den USA. Sondern da könnte ein großer Player aus der Kurve geflogen sein, in Japan oder woanders, keine Ahnung, das sollten wir im Hinterkopf behalten, das könnte vielleicht bald auf uns zukommen. Und hier sehen wir auch nochmal, wir sind noch nicht wirklich komplett überverkauft im großen Zeitfenster, wenn wir uns mal Advancing Declining Issues anschauen, also die Advanced Decline Linie, da sehen wir, das ist noch lange nicht in einem Territorium, wo also alle Aktien grundsätzlich komplett sozusagen fallen, ausverkauft werden, ausgewaschen werden, soweit sind wir noch nicht, zumal auch die Stimmung nach wie vor sehr bullisch ist. Ganz frisch hier die Umfrage unter US-Privatinvestoren, immer noch 40,5% bullisch, zwar die Bären deutlich zugelegt auf jetzt 37,5, aber es ist keine überwiegend bärische Stimmung. Bei den US-Börsenbriefen Investors Intelligence sehen wir schon einen Wandel, 59,4% letzte Woche, jetzt nur noch 46,9% bullisch, aber das ist auch noch ein hoher Wert, also das ist so, dass hier keine Katastrophenstimmung bisher der Fall ist, die meistens die Voraussetzung für einen Boden ist. Und interessant auch noch die Beobachtung, meine Damen und Herren, dass hier es offenkundig einen Zusammenhang gibt zwischen einem Sieg der Republikaner bei den Wahlen und den Aktienmärkten als die Wahrscheinlichkeit, dass die Republikaner diese Wahl gewinnen in den USA am höchsten war, hat der S&P 500 seinen Peak erreicht und seitdem geht es relativ parallel mit der Wahrscheinlichkeit nach unten, dass die Republikaner gewinnen und mit den Aktienmärkten. Das läuft also parallel nach unten. Ich glaube, das wird falsch eingeschätzt. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Republikaner gewinnen, ist deutlich höher. Je mehr Harris sagen wird, umso klarer dürfte das werden, dass sie vielleicht nicht die geeignete Kandidatin ist. Bisher gibt sie ja keine Interviews, wohlweislich. Was man so sieht, ist nicht gerade erbauend, muss man sagen. Trump redet natürlich auch viel Unsinn, gar keine Frage. Aber halt, es ist nicht ganz so schwachsinnig in manchen Punkten wie das, was Kamala Harris manchmal von sich gibt, aus meiner Sicht. Jedenfalls sehen wir hier, dass es vielleicht auch einen anderen Zusammenhang gibt, nämlich die Chinesen haben ja auch die Zinsen gesenkt und damit den Carry Trade auch angeschossen. Alles außerhalb Japans, was jetzt irgendwie Zinsen senkt, das reduziert eben diese Zinsdifferenz, die den Carry Trade explodieren lässt. Und wir sehen vielleicht nicht zufällig, dass auch die Renditen für chinesische Staatsanleihen so weit nach unten gehen, weil eben die chinesische Zentralbank die Zinsen gesenkt hat. Also Sie sehen, alles hängt mit allem zusammen. Es ist ein ganz, ganz großes Spiel, das wir hier sehen. Aber es gibt Verlierer, die vorher schon nicht gut dastanden, während die US-Tech-Aktien ja hausierten. Eines oder drei Verliereraktien haben wir Ihnen hier mal präsentiert, die unfassbar billig sind. Nun gibt es meistens Gründe, warum Aktien billig sind. Aber wenn wir uns eine Volkswagen anschauen, die ja nach wie vor Gewinn macht, aber die ist geringer bewertet als die Cashbestände, die man hat, das muss man sich mal vorstellen. Also Volkswagen, dann auch Lufthansa und der brasilianische Bergbauriese Vale. Das sind hier mal Ideen, keine Handlungsempfehlung oder Handelsempfehlung, aber schauen Sie sich das mal an, finde ich sehr interessant, wie billig diese Aktien sind, gerade wenn Sie die nach wie vor teuren US-Aktien im Tech-Bereich sich anschauen. Erste Empfehlung und die zweite Empfehlung, Japan. Der Wandel vom Finanzliebling, Finanzweltliebling zum größten Risiko, das ist wirklich eine erstaunliche Geschichte, die Geschichte eines Totalversagens einer Notenbank. Zwei Empfehlungen, jetzt sage ich erst einmal Servus, ciao.